So, hey Leute und willkommen bei Elite Dangerous. Heute mit der Oculus Rift und wir sehen schon, das Startmenü sieht schon anders aus als in der normalen Version und ich kann hier schon sagen, meine Fresse. Wirkt das riesig? Oh, sorry. Alter. Sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Ich habe jetzt einfach mal die VR-Ultra-Grafiken gewählt. Und es macht keinen schlechten. Alleine der Buggy ist ja schon, weiß ich nicht, wie viel Meter hoch. 3? 3 Meter hoch? Weiß ich nicht, 4, 5 Meter lang. Alleine die Räder sind schon wie von so einem riesen Traktor. Alter. Ah, grüß dich, Taldor, sehe ich gerade. Hallo. Ja, ich starte jetzt einfach mal das Spiel. Ich spiele es nach wie vor noch mit Maus und Tastatur. Ich bin gerade auf dem Explorer-Account. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Es ist das erste Mal, dass ich selber reingehe ins Spiel. Oh mein Gott. Hohohohohohohoho. Hier sitze ich ja. Huch, das war das Mikro. Alter. Oh mein Gott, okay. Heilige Scheiße. So, Maus und Tastatur habe ich ja trotzdem drauf. Kenne ich ja aus dem FF eigentlich die Steuerung. Alter. 50 Lichtsekunden noch weg. Oh, noch nicht erforscht. Bin nach der letzten Neutronensternspringrunde noch eine Weile rumgeflogen. Alter! Ich bin jetzt hier leider gerade in einem Gebiet. Oh Gott, ich bin gerade so beeindruckt. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich schwitze gerade total. Maus und Tastatur. So. Ich fliege jetzt mal ran, bis wir tanken können. Treibstoff ist zwar noch genügend da. Fuck, ist das riesig. Oh Gott, ich krieg gerade echt Gänsehaut. Alter. Und ich muss auch sagen, in-game, ich kann alles sehr gut lesen. Sieht fantastisch aus. Meine Fresse. Guck mal hier. Okay, nice. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier meine. Warte mal, die. Fuck. Komme ich jetzt an die Galaxiekarte ran? Ich muss mal hier so unten drunter ein bisschen durchlinsen. So. Pass mal auf, wir machen mal einen Hyperraumsprung. In ein anderes System. Ich versuche es jetzt einfach mal mit. Oh Gott, hier rüber zum blauen Riesen. Kann ich? Das ist jetzt nicht so einfach, ne? Ich würde gern darüber. Man kann auch die Maus anders. 428. Ach ne, warte mal. Ach, ich bin bekloppt. Wir sind ja noch da unten. Ich habe ja schon das nächste System eigentlich gewählt. Es ist aber so ein kleiner roter. Da möchte ich aber nicht hin. Ich möchte drüben hin. Ja, genau. Ja, genau da. Lass uns mal dahin fliegen. Okay, Hyperraumsprung. Alter. Fuck. Also wenn ich mir die Arme angucke und ich weiß ja, dass meine auch gerade so da liegen. Wahnsinn.
Wir dürften gleich bei einem blauen Riesen rauskommen. Wenn ich mich nicht wieder verschaut habe. Okay, nicht ganz. Aber ähnlich. Alter. So, ich rufe mal die Systemkarte auf. Man kann auch die Maus noch anders einstellen. Warte mal, vielleicht klappt das dann besser. Mauskursor. Fenstergröße. Klappt das vielleicht sogar noch ein bisschen besser? Nö, nimmt sich nichts. Okay. Scheiße, wir haben jetzt hier leider keinen landbaren Planeten. Wir fliegen mal noch weiter. Ich stelle das mal kurz wieder um. Und. Uiuiuiui. Dann springen wir mal noch in ein System, wo wir mal landen können. Das Gamepad ist angeschlossen, das heißt, ich habe ja auch ein Buggy und alles dabei. Ich hoffe. Gott sei Dank, alles eingestellt. Nice, wunderbar. So, die Karte, die ist ein bisschen schwierig zu navigieren, hatte ich schon gehört, aber es geht. Na? Ist okay mit der Navigation gerade. Schade, hier sind gerade in der Nähe keine Neutronensterne mehr. Das ist alles so groß, ich fasse es nicht. Wahnsinn! Man kann es auch gut lesen, muss ich sagen. Also passt. Ich kann gerade bloß nicht antworten, weil ich nicht schreiben kann. Entschuldige, Taldur. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich Richtung Mikro spreche. Ich denke schon. Allein der Hyperraumsprung, ne? Puh. Ein Objekt entdeckt. Wahrscheinlich eine andere. Sch Ach, guck mal, doch noch mehr. Okay, alles klar. Super, ey. Alter. Selbst die Karte ist in 3D. Das ist ja sensationell. Okay, mit Leertaste kann ich auch bestätigen. Das ist ja super. Lasst uns doch mal. Lasst uns doch mal dorthin fliegen und einfach mal auf dem Planeten landen. Also es läuft problemlos. Ich habe hier eine 1080 drin und macht keine Anstalten. Das Headset, das trägt sich ganz bequem bisher. Es ist alles, ja doch, schon schön scharf im Spiel, kann ich nicht meckern. Und dieser Fliegengitter-Effekt, von dem manche sagen, dass der stört, also ich muss sagen, bin einfach noch überwältigt, stört mich bisher in keinster Weise. So, jetzt bin ich ja mal gespannt hier bei dem Planeten. Vielleicht hat er ja einen schönen Krater irgendwo, wo wir mal landen können. Hat auch problemlos funktioniert, die Einrichtung und so weiter. Da werde ich wahrscheinlich noch ein anderes Video von machen, um das mal zu zeigen und was überhaupt so alles dabei ist. Das ist jetzt bloß die Standard-Drift-Version ohne diese Touch-Controller. Die hätten nochmal 200 extra gekostet. Die brauche ich ja jetzt erstmal nicht. Ich hätte es mir hauptsächlich für Elite Dangerous geholt und VR-Porn. Nein, natürlich nicht. Hauptsächlich für das Spiel und vielleicht noch für ein paar andere. Ich muss mal schauen. Ich hatte mir gestern schon Dirt Rally wieder installiert. Das geht ja, glaube ich, auch mit der Rift. Uiuiuiui. Alter. Alter. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Boah. Alter.
Lass mal hier drüben hinfliegen. Ich glaube, mit HOTAS wäre es natürlich. Alter! Mit HOTAS wäre es wahrscheinlich noch immersiver, aber das ist ja so schon Wahnsinn. Wie kann ich denn hier oben? Ich will mal hier rüber. Wie groß ist denn der Planet? Okay, schon noch ein Stück kleiner als die Erde. Alter! Wahnsinn. Selbst die Kopfhörer, die hier dran sind, die sind ganz gut. Also das hört sich super an. Man kann natürlich auch seine eigenen aufsetzen. Man klappt die einfach hoch und dann ist gut. So, 110 Kilometer über der Oberfläche. Wahnsinn. Ich habe ja, hatte ich ja in dem einen Video erzählt, letzte Woche Freitag oder wann das war, die Rift ausprobiert. Da waren aber halt bloß so ein paar Minispiele dabei. Aber die Geschichte hier ist nochmal eine ganz andere. Wahnsinn. Vor allem, es sieht auch tatsächlich sehr gut aus. Es sieht auf dem Vorschaubild, was ihr glaube ich seht, tatsächlich nicht ganz so gut aus wie das, was ich hier drin habe. Hatte ich vorher ein paar Mal getestet. Aufnahmetechnisch und so weiter. Uiuiui, das fühlt sich jetzt aber ganz anders an jetzt hier. So, dann landen wir mal da unten. Wie groß das wirkt, wenn ich hier nach links gucke. Hier. Okay, ich zeige jetzt drauf, ihr seht es nicht. Wahnsinn. Was haben wir denn hier für eine Schwerkraft? 0,6. Okay, dann müsste ich. Da, unser Schatten. Alter. Fuck. Alter. Okay, lasst uns mal landen. Ungeeignet, wir dürfen gleich. Ja, da war was, aber ich glaube hier drüben auch. Nö, du störst nicht, ich kann gerade bloß nicht schreiben. Sorry. So, warte mal, hier müssten wir doch irgendwo landen können. Ich hoffe, der Ingame-Sound wird mit aufgenommen. Drei Meter. Ja, das sieht doch echt so aus, ne? So, warte mal, dann habe ich hier drüben irgendwo. Hier müsste die Taste sein. Ja, genau, für die Außenbordkamera. Nice. Alter, das riesig. Okay, hier unten Schatten flackern ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade bloß in der Brille ist oder ob ihr das jetzt auch seht. Oh Gott, also das sieht gerade wirklich. Da wird mir gerade ein bisschen mulmig bei. Das Schiff wirkt einfach bloß so groß. Ich gehe mal wieder rein. So, dann steigen wir mal aus. Und. Fahren wir mit dem Buggy ein bisschen rum. Ich hoffe mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Güte. Och. Ich bin einfach nur beeindruckt. Düppel. Ganz schön groß. Oh Gott, Alter. Oh Gott, ich glaube, mir wird gleich schlecht. Oh Gott, falls ich hier gleich vom Stuhl kippe, keine Sorge, das Video lade ich trotzdem irgendwie hoch.
Viel Spaß beim Erkunden. Ach hier, danke, Koras. Wie gesagt, ich kann gerade nicht antworten. Ah! Hohoho. Handbremse. Oh Gott. Wahnsinn. Man sieht halt einfach alles. Oh mein Gott. Ach hier. Pass mal auf. Jawohl. Ach du Scheiße. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Geil. Nice und weiter. Ab in den Krater, würde ich sagen. Oh, hier auch der Scanner ist gut zu erkennen. Oh, rückwärts. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Warte mal, wenn ich jetzt das Schiff von hier nach, wie war's? Schiff abberufen. Das steht da hinten noch irgendwo rum. Knapp 2 Kilometer Entfernung. Da haut's ab. Das ist so abgefahren, ey. Okay, also schwindelig wird mir jetzt tatsächlich dann doch nicht. Das war vorhin bloß ein komisches Gefühl. Kurz in der Außenbordkamera. Aber vielleicht jetzt. Oh mein Gott. Alter, fuck, ist das hoch. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ich hoffe, ich quatsch auch die ganze Zeit ins Mikro so ein bisschen. Ach, hier jetzt mit Drehung. Ach du Scheiße. Huhuhu. Ich müsste mal den Buggy reparieren, ne? Der hat bloß noch irgendwie 48%. Ich meine, ich habe noch einen zweiten dabei. Oh, 9, 29, warte mal. Synthese. Ja, Buggy-Reparatur. Ah, fuck. Ah, scheiße, da war die Reparatur fast durch, ne? Huch, sorry, ich sehe das Mikrofon nicht. Tut mir leid. Jetzt müssten wir im Raumschiff im Orbit hoffentlich rauskommen. Ja, doch, 20 Kilometer, alles klar. So, Maus und Tastatur, ihr seid hier. Huch, Gott sei Dank, ich habe noch einen Buggy, habe ich noch dabei. Mir werden doch beide angezeigt. Habe ich was verpasst? Werden noch beide angezeigt. Korasch, ich bin gerade. Weiß nicht, ob man das. Wieso kann ich ihn jetzt. Achso, warte mal, hier. Ich bin gerade ein bisschen weit weg. Also mit dem Explorer-Account wird das schwierig, zusammen was zu machen, weil. Ich zeig's mal ganz kurz. Wahrscheinlich bist du hier unten in der zivilisierten Blase. Und nicht da oben. Da hinten. Wahnsinn, ey. Krass. Weiß nicht, ob wir hier nochmal irgendwo doch vielleicht durch Zufall. Ab und zu selten sind hier mal noch Neutronensterne. Aber. Schwierig. Ich werde dann mit Sicherheit nochmal von dem anderen Account ein Video machen, da ich ja mit dem in der zivilisierten Blase bin, mit der Corvette gerade noch unterwegs und mir da einfach auch mal alles andere noch anschauen möchte.
Es ist so beeindruckend, Wahnsinn, wirklich die Größenverhältnisse. Alter Schwede. Okay, jetzt ist hier, ich sehe hier gerade keinen in der Nähe, vielleicht hier unten noch irgendwo. Ich bin hier in der Nähe halt erst irgendwo rausgekommen, nochmal bei einem Neutronenstern, aber. Ihr wisst ja selber, wie die Galaxie gerade aussieht, wenn die Sterne alle an sind. Warte mal, hier unten vielleicht, der hier? Nee, das ist ein gelber. Okay. Oh. Nee, komm, wir können ja noch mal hier bei einem anderen Stern anhalten. Ich wollte mich jetzt ein bisschen nach oben durchbahnen. Was kommt denn hier? Da, der hier zum Beispiel. Passt das? Ja, ne? Achso. So. Leck mich am Arsch, ey. Oh, hier, ey, geil, das gucken wir uns auch noch an. Hier. Oh. Mit Planetenring. Das will ich noch sehen. Wie weit ist denn das weg? Knapp 2000 Lichtsekunden, vollkommen in Ordnung. Aber was ich hier nochmal machen wollte. Alleine das wirkt so riesig, ne? Alter. Ich habe mir schon vorstellen können, alleine von einigen Erfahrungen, die ich mir so angehört und angesehen habe, wie krass das aussieht. Aber so genial hätte ich nicht für möglich gehalten, echt nicht. Bisher geht's auch. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Aufnahme hier jetzt gerade geht. Das war relativ spontan sogar. Aber zumindest bisher tatsächlich, also wirklich übel ist mir nicht. Bloß vorhin mal ganz kurz, als ich da ausgestiegen bin, diese Außenbordkamera oder so, das Headset, das drückt bisher nicht. Also die Brille. So, dann fliegen wir da mal noch hin. Schauen uns nochmal so ein geiles Ringsystem an. Können wir mal zeigen, wir sind mittlerweile. Da. 37.500 Lichtjahre von zu Hause entfernt. Ja, 2200 besuchte Systeme. Na, ist jetzt der eine Buggy kaputt, oder? Die werden mir halt noch mit 100% angezeigt, ne? Okay, Planet wird schon gescannt. Meine Fresse, ey. Das ist so atemberaubend. Wahnsinn. Ach. Okay, na jetzt bin ich ja mal gespannt.
muss das mal noch einstellen, dass die Menüs sich wieder automatisch schließen, wenn ich dann weggucke. Wenn ich das jetzt aufmache, ich gucke nach links oder nach vorne, dann kann ich erstmal nicht steuern, solange das Menü noch offen ist. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier für Ringe bei dem? Selbst die Galaxiekarte ist fantastisch in 3D. Reich an Erzen und felsig. Alles klar. Also der innere Ring wäre reich an Erzen. Da würde ich jetzt einfach mal reinfliegen. Alter. Flieg mal langsam drüber hinweg. Uiuiuiui. Okay, wir tauchen mal langsam hier ein. Na komm, lade. Muss mal irgendwie Licht anmachen. Wenn ich jetzt wüsste, ist das hier Licht? Jetzt habe ich Licht angemacht, alles klar. Alter. Ho, 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 ho. Wie riesig das ist. Ist abgefahren. Ach du Scheiße. Das ist so beeindruckend und so schön. Krass, ey. Ich glaube, so macht Bergbau wieder richtig Bock. Das muss ich mal mit der Cutter testen. Mit dem fetten Ding. Oh Gott. Alter. Ich will jetzt nicht die ASP hier kaputt machen wegen so einer Geschichte. Es ist Wahnsinn. Dreht er sich ja doch, oder? Ja doch, der dreht sich leicht, okay. Man muss das erstmal raffen mit den Größenverhältnissen. So, warte mal. Also mit Außenbordkamera weiß der Kopf gerade nicht so richtig. Wo der Körper steht. Oh Gott.
Ach du Scheiße. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen. Huiuiui. Ich gehe mal wieder zurück. So, gleich viel besser, weil man einen Anhaltspunkt hat. Krass, okay. Geil. Ich hau hier erstmal wieder ab. Und ich wechsle dann mal auf den anderen Account rüber. Und mache dann bestimmt davon nochmal ein Video. Das ist Wahnsinn. Absolut irre. Okay, wunderbar. Ich würde sagen, das war's für diese Folge, für heute. Ich bedanke mich bei euch und ich hoffe, ihr fandet das vielleicht auch ein bisschen interessant. Und ich. Hier ist Nullschub. Ja, doch, ich fliege noch ein bisschen weg. Ja, und beende das jetzt hier einfach mal und bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.